Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen uns jetzt gleich ready, denn es ist schönes Wetter endlich mal draußen. Es ist zwar gut kalt, aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem die Sonne ausnutzen und etwas rausgehen, Fahrrad fahren. Wir fahren nach Wuppertal zur Downhill-Strecke vom RV Adler am Koten und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Also ich muss ehrlich sagen, heute nach jetzt schon zwei Kaffee fühle ich mich immer noch nicht so richtig ready, aber das Ganze hilft ja nicht. Wir haben ja Bock, Fahrrad zu fahren und deswegen schwingen wir uns trotzdem aufs Bike. Gucken wir mal, was das wird. Ich war ja auch erst nur einmal hier. Vielleicht erinnert ihr euch noch an letztes Jahr. Letztes Jahr war ich das allererste Mal hier und hatte gerade das Fokus noch relativ frisch. Und ich muss sagen, ja, ich habe mich an dieser Strecke schon relativ blöd angestellt. Ich finde auch, dass sie nicht ganz so super, super easy ist, weil es doch schon alles relativ rumpelig ist. Und gerade auch die Sprünge am Anfang schon ordentlich Speed verlangen. Und es ist nicht so einfach, Speed zu kriegen, wenn es halt super rumpelig ist und die Anfahrt nicht so schön ist. Erschwerend dazu kam, dass heute an dem Tag auf dem Anfang so alles schlammig und nass war, auf dem Mittelteil dann kurz trocken, dann zwischendurch Eis, dann nochmal schlammig und am Ende ging es dann. Aber naja, ich wollte trotzdem unbedingt nochmal den Spot besuchen, um zu schauen, was sich so getan hat. Hätte ich doch mal eine Brille mitgenommen. Da war doch ein bisschen süffig, ne? Den jungen Mann hier vorne im Bild kennt ihr vielleicht schon. Und zwar aus dem Video von der MTW Sohn Spree. Und das ist der André. Und der André, wie ihr schon erfahren habt, fährt auch schon ziemlich lange Fahrrad. Und wir haben uns heute mal verabredet, um den Spot hier gemeinsam so ein bisschen zu erkunden. Der André war auch ungefähr so ein Jahr lang locker nicht mehr hier. Und auch ist es nicht unbedingt sein Homespot hier. Nichtsdestotrotz hat man schon direkt gemerkt, dass er halt ein paar Jahre mehr Mountainbike-Erfahrung auf dem Buckel hat, was im Nachhinein mir ziemlich zugute gekommen ist, da es mich dann doch so ein bisschen aus meiner Komfortzone hier rausgeholt hat. Oh! Natürlich gab es auch hier nach einem Jahr so ein paar umgefallene Bäume, die aber dann sehr schnell gut umfunktioniert worden sind, so als kleiner Roller oder Mini-Kicker. Naja, nichtsdestotrotz war die erste Abfahrt echt kein großer Erfolg und ich habe mich auch gar nicht mal so wirklich wohl gefühlt. Nach der ersten Aufwärmrunde ging es dann aber nochmal hoch und wir wollten uns dann zumindest mal so die Sprünge am Anfang ein bisschen erarbeiten. Auch wenn das gar nicht so einfach gewesen ist durch die Witterungsbedingungen und den Schlamm. Denn gerade am Anfang hier an der Strecke braucht man schon ordentlich Speed für die Sprünge. Und ich habe mich da echt so ein bisschen schwer getan, bei den Verhältnissen gescheit drauf zuzufahren. Tabel hintereinander springen. Wird die einmal schön schaffen heute. Nach mehreren Versuchen auf den Sprüngen wollten wir dennoch nochmal ganz nach unten fahren, um einfach so in den Flow zu kommen. So ganz perfekt geklärt habe ich die Sprünge an dem Tag leider nicht, aber dafür habe ich mich unten noch an ein paar neue Sprünge rangetraut.
Das war eine Mocke jetzt. Ach Gott. Es ist immer wieder schön, nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel wie so ein Jahresabstand, mal wieder an einem Spot zu sein und zu sehen, was sich so getan hat. Ich fahre viel selbstsicherer mittlerweile hier diese Strecken und es macht einfach nur Spaß, ohne dass man die ganze Zeit irgendwie Angst hat vor irgendwelchen neuen Features. Natürlich hat man trotzdem immer wieder seine kleinen Challenges, wie ich heute unten diese kleineren Gaps. Aber selbst diese kleinen Herausforderungen haben mir für den Tag einfach wieder den Tag gerettet und mich super motiviert und mir gute Laune bereitet. Mein Geheimtipp auf jeden Fall, besucht hin und wieder mal Orte, wo ihr lange Zeit nicht mehr gewesen seid, um einfach mal zu sehen, wie sich euer Fortschritt entwickelt hat. Das motiviert unheimlich und macht einfach super, super viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit auf dem Bike. Nutzt die Sonne, wenn sie scheint und wir sehen uns hoffentlich bald in den Parks. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.